Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es darum, wie du etwas verfärbte Zähne ganz viel weißer machst und du somit mehr Aufmerksamkeit auf deine Bilder lenkst. Das ist eigentlich ganz einfach gemacht, wenn man weiß, wie es geht. Und heute zeige ich dir das in zwei, drei einfachen Schritten. Im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie einfach du die Augenfarbe in Photoshop verändern kannst. Heute zeige ich dir, wie du etwas gelblichere Zähne bei deinen Models in nur 10 Sekunden strahlend weiß machst. Du glaubst mir nicht, dass das in 10 Sekunden geht? Dann würde ich dir empfehlen, jetzt die Stoppuhr zu starten und los geht's. Wir zoomen ein bisschen näher dran. Wir gehen auf Einstellungsebene, Farbton, Sättigung, suchen uns anstatt von Standard Gelbtöne aus, reduzieren ein bisschen die Sättigung. Helligkeit erhöhen wir ein bisschen und schon haben wir deutlich weißere Zähne. Das Problem ist, das ganze Bild hat jetzt diesen Effekt übernommen, weil die Maske von der Ebene ist weiß. Das heißt, alles wird auf das komplette Bild übernommen. Mit Steuerung I kehren wir die Maske um und schon haben wir alles wieder aufgehoben. Wenn wir das wieder zurückmalen wollen, gehen wir auf den Pinsel, zoomen noch ein kleines bisschen näher ran, damit wir auch sehen, was wir machen, und färben die Zähne einfach wieder in weiß. Und fertig. Wenn der Effekt dir zu stark ist, kannst du entweder hier mit der Sättigung ein bisschen spielen oder einfach die Deckkraft von deiner Einstellungsebene reduzieren. Wir gehen einfach mal so auf 75% und das ist das Nachher. Das ist das Vorher. Und was sagst du? Ging das schnell oder ging das schnell? Und haben deine Models jetzt noch weißere Zähne als vorher? Ja, das haben sie. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um auch kein weiteres Video zu verpassen. Und ganz wichtig, schreib mir unten in die Kommentare, was möchtest du denn als nächstes sehen? Was auch immer. Jede Frage, die du hast, schreib sie mir in die Kommentare und ich werde sie beantworten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.